Hallo und willkommen zum weiteren Lösungsweg zu Tomb Raider 3. Wir sind in der Area 51 angelangt. Ähnlich wie der Hochsicherheitstrakt-Level. Nur nicht ganz so lang. Es gibt insgesamt 3 Secrets und ich fange das Spiel gerade nochmal neu an, weil eines der Secrets irgendwie verpackt war und sich nicht einsammeln ließ. So, hier kriegen wir jetzt eine neue Waffe, die MP5. Na komm, sammel ein. Dann drücken wir hier dieses Schalterchen, damit hier der weiterführende Weg aufgeht. Da wird so ein bisschen zum Aufpassen. Ich hasse die Kriecherei so sehr. Ein bisschen zum Aufpassen, denn da hinten ist dann ein Laser. Der kann mit unter Umständen zu Problemen führen. So, er ist gerade über meinen Kopf hinweg gezischt. Hier gibt es dafür ein Medipack. Den warten wir nochmal ab und gehen auf Nummer sicher. Nicht stehen bleiben, Lara. So, jetzt warten wir abermals. Das wird nämlich eine ziemlich knappe Kiste. So, jetzt können wir hier nämlich einen Häftling rauslassen. Was eigentlich gar nicht so wichtig ist für mich, mir ist ehrlich gesagt das hier lieber. Er ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Mumpe. Aber eben nur ein bisschen. Hätte der Typ es da geschafft, da nach vorne zu kommen und einen Schalter zu betätigen, hätten wir jetzt hier dann Laserstrahlen gehabt. So haben wir keine. So, Moment. Nein. So, wir nähern uns der Stelle, wo es für mich irgendwie ominös war, sagen wir es mal so, denn das hätte eigentlich gar nicht sein dürfen. So, jetzt nicht erschrecken, wenn wir diesen Hebel hier betätigen, geht nicht das Gatter auf, sondern wir fallen dann nach unten und da ist ein ziemlich unangenehmer Kollege. Er verträgt doch gleich mal 3 Schuss. Perfekto. Das war nämlich vorhin verschlossen und da es ein Secret ist, das ist... Da ist das dann gar nicht gut. Es ist zwar nur ein Kristall, aber immerhin, es ist ein Secret.
So, jetzt müssen wir noch mal nach oben, denn wir müssen das Gatter hier öffnen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gibt auch noch was zum Einsammeln. Was war das jetzt gerade? Die lassen wir natürlich auch nicht liegen. Na komm. So, Gatter auf. Und ab durch die Mitte. Hier gibt es ganz, ganz, ganz wichtige Munition. Wie viel Schuss haben wir auf der Desert eigentlich noch? 39, die kommt nämlich hier ganz schön zum Einsatz. Und jetzt haben wir... Okay, 49. Wo bin ich? Da bin ich. So, jetzt einmal die hier. Dann gleich wieder die hier. Ein großes Medipack. Immer gerne gesehen. Upsala. Na komm, dreh um. Wollte ich jetzt unbedingt weg haben. Die Schrotflinte zurück. Ja, genau, das war der. So, da vorne ist wieder einer, der ziemlich unangenehm werden kann. Au! Genau deswegen. Nein! Lara! Eine ziemlich unangenehme Brut. Das ist ein Gatter bei dem hier, das da aufgeht. Wenigstens ein kleines Medipack für uns. Ich habe zwar bis jetzt noch keins gebraucht, aber das kommt schon noch. Ja, das ist jetzt total verwirrend.
Da oben eins. Nee. Oh, 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 oh. Da will ich noch gar nicht hin. Fehlt uns noch was? Kann es sein, dass du nicht triffst? Da wäre auch eine andere Waffe idealer. Nehmen wir mal die. Ja, nämlich was wir brauchen. Und das ist ein schönes Raketchen. Ich mag es. So, jetzt haben wir, was wir brauchen. Jetzt haben wir den Schlüssel dementsprechend. Und das nächste Secret ist auch schon wieder nicht mehr fern. Müssen wir jetzt zurück in den Raum, in dem wir vorhin gerade waren. Eben dieser hieß er. Kleines Medibug. Und ein ziemlich blöder Kran, der mich gerade total erschreckt hat. Du könntest auch einfach hier hochhüpfen. Ja, ja. Ready for launch. Und das nächste Secret. Leider auch wieder sehr mager. Ist hier drin. Besteht wieder aus einem Speicherkristall, leider. Aber wir kriegen dafür so sehr viel Munition und Medipacks. Als kleine Entschädigung für den vorigen Level, für den Fall, dass wir unsere Sachen nicht wiedergefunden hätten, was wir haben. Bis auf ein paar Kleinigkeiten halt. So, gut soweit. Wir müssen jetzt da rauf. Weil da oben versteckt sich ein Typ, der das hat, was wir brauchen, um weiterzukommen. Nehmen wir, was nehmen wir denn? Dich nehmen wir. Wenn ich dich nicht eh schon die ganze Zeit ausgerüstet hatte. Der steht da ums Eck.
Und der hat wieder so einen Steckschlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. Das ist wieder im Raum mit dieser roten, mit der roten Rakete, ja, mit dieser großen Rakete. Also ein Gang, den wir vorher nicht beschritten haben. Jetzt beschreiten wir ihn. Nein. Da hätte ich für den jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber auch egal. Tod ist tot. So, bitte da nicht drauf. Ganz, ganz wichtig. Falsche Taste. Sondern wir gehen hier rauf und holen uns erstmal die Schwebebahn, die oder Magnetbahn oder Elektrobahn, was auf dem Dingens herumfährt. Die brauchen wir nämlich, um voranzukommen. So, dann müssen wir da nach vorne und kurz vor ihr, das müsste dann hier sein, dann sieht es auch diesen Weg, den wir auch raufklettern können, damit wir auf die Bahn raufkommen. Und ich würde euch raten, wenn ihr bis jetzt noch nicht abgespeichert habt, speichert jetzt. Jetzt kommt eine etwas ekelhafte Stelle nämlich. Der Kontext ist, ihr dürft auf diese stromführenden Schienen nicht drauf fallen. Und hier wird man es versuchen, dass es euch passiert. Weil, sobald wir hier vorne sind, können wir uns hier anhalten und unter uns diese Plattformen ein auf den Falltüren. Ich hätte eigentlich laufen wollen, aber das ist genauso gut. Da bin ich wieder sehr gut darin, die Tasten zu verwechseln. Zwei Tasten, das ist natürlich extrem schwierig auseinanderzuhalten. So, der läuft nirgends mehr hin. Dafür laufen wir. Und ich glaube, ich brauche euch nicht sagen, über die bitte drüber springen. Ansonsten macht's Bumm. Dieses Bumm wollt ihr nicht haben. Und mit der Desert. Und in nächster Ausführung nehmen wir uns die.
So, jetzt müssen wir hier rauf. Wisst ihr, was wir uns jetzt mal nehmen? Weil wir ihn haben. Um euch mal zu zeigen, wie blöd der in Tomb Raider 3 ist. Die Granaten fliegen nämlich auf den Boden. So, jetzt ist Ruhe. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das ein Zeitschalter ist und wir müssen zwei von diesen Schaltern drücken. Auf jeder Seite einer. Um zwei Türen zu öffnen und voranzukommen. Seht ihr? Das ist der hintere. Und das hier der vordere. Den vorderen müsst ihr zuerst drücken, den hinteren danach. Und ihr lasst euch am besten nicht aufhalten, weil es dauert. Nein. Läuft gut. So, das eigentlich Lustige fängt jetzt erst an. Der hier. Der hier. Und der hier. Und dann waffelt ihn, weil ihr kriegt Besuch. Wo ist er? So, der tut keinem mehr was. Jetzt kommt er wieder zurück in diesen Raum, in dem wir vorher waren, in dem es so schön ist. Jetzt ist auch die letzte Tür hier offen. Da. Jetzt gibt es wieder Sprung-Action vom Allerfeinsten. Wir müssen hier rein und wir müssen auf dieses Raumschiff hier drauf. Das wird ein Spaß. Weil da oben liegt etwas, das wir brauchen. Danke fürs Anhalten. Ich
müssen dann mit einem Rückwärtssprung wegspringen auf eine Plattform drauf. Also gut aufpassen. Da ist sie schon. Also, Rückwärtsmarsch. Und erstmal hier drauf. Und wie es nun mal bei Schrägen ist, es ist richtig unschön. Aber wir müssen nicht allzu weit springen. So, einmal nach unten fallen lassen. Und dann kommen wir schon auf das Raumschiffchen drauf. Und das ist unser Begehr. Und damit dürfen wir jetzt den ganzen Weg, den wir gekommen sind, zurücklaufen. Ist das nicht schön? Damit muss ich kurz orientieren. Die Richtung müssen wir. Eine schöne in den Rücken gekriegt. Oh. So, ich glaube, habe ich tatsächlich vergessen. Und ja, wir müssen auch an den Dingens mit dem Laser wieder vorbei, leider. Aber es ist ja diesmal etwas leichter. Wir müssen aber trotzdem Gas geben, auch wenn er uns nicht allzu weit nachfährt, weil wenn er uns erwischt, dann tut's weh. Unser Plan jetzt ist nämlich die Rakete zu starten, die wir vorhin gesehen haben. Das ist so ein kleiner Schacht nach unten, den werden wir jetzt betreten, beziehungsweise gehen wir jetzt runter. Da ist die Kommandozeile drin für diese Rakete und ja, die starten wir jetzt eben. So, wir legen hier die Schlüsselkarte ein und sobald wir gedrückt haben, wir sind jetzt nämlich direkt unter der Rakete, rein in diesen Raum und Gas geben. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob es auf Anhieb geschafft hat. Das wäre nämlich für mich interessant,
Ich habe 3 Versuche gebraucht, gebe ich ehrlich zu. So. Wir müssen jetzt... Es wird euch gefallen. Wir gehen eigentlich einmal rundherum um das ganze Gebiet, nur um wieder da anzukommen, wo wir eigentlich schon waren. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das letzte Secret hier ist schwer zu holen und ist auch nichts anderes als ein Speicherkristall. Das ist in diesem Level, deswegen mag ich diesen Level auch nicht. Ein bisschen schäbig. Gehört tatsächlich zu den Leveln, die ich am wenigsten mag. Also in der ganzen Tomb Raider Geschichte ist das einer der Level, die ich absolut grenzwertig finde. Also irgendwie heute haut es nicht hin. Diesmal gehen wir komplett nach oben, denn jetzt ist ja alles offen, weil die Rakete ja da raus ist. Weiß nicht, ob Ihnen das so gefällt. Haben wir noch ein großes Medipack, das wir holen können. Ach komm. So, da oben wartet wieder ein Schlagstock-Typ. Und jetzt wird es wieder schön mit dem Laser. Da müssen wir gut aufpassen jetzt und vor allem, wir müssen schnell sein. Sobald ihr da drin seid, seid ihr schon in Gefahr. Seht ihr? Hier müssen wir gut abwarten. Aufstehen, sprengen und gleich wieder weiterklettern, kriechen. Das ist aber bei weitem nicht der blödere von diesen Lasern. Da gibt es noch, naja, ein paar kommen noch, die wirklich unschön sind. So, nehmt sofort eure MP. Dann könnt ihr nämlich den direkt ausschalten. Schlagstock-Typi dürfte kein Problem sein. Wohl besser gleich zu den hoch. Hat nämlich ein bisschen Munition. Und einer ist noch hier, der gibt uns die nächste Disk dann. Thank you.
nicht wahr sein. Ja, schieß noch auf mich. So. Komm, nimm sie. So geht es sich aus. Jo, geht sich aus. So, die nächsten Laser. Nach vorlaufen, bücken. Durchkriechen. Rum. So, nach vorlaufen, sobald der weg ist, und bücken, und dann seid ihr auch schon außer Gefahr. So. Liebe gute Lara, bitte anhalten, weil vorhin ist sie mir gestorben. Die ist mir da einfach runtergesaust. Danke. Ja, und da kommen wir wieder raus, wo wir eigentlich schon waren. Wir dürfen das Ganze nochmal laufen, weil es so schön ist. Und Ruhe ist. So. Schaut mal, wer da drin liegt. Können wir nämlich zu dem da rein. Gibt es noch eine Kleinigkeit zu holen. Ein kleines Medipack, immer gerne gesehen. Ja, Area 51, ne? Wäre ein Wunder gewesen, wenn dieses Gimmick jetzt nicht hier auftauchen würde. Schönes Easter Egg. Mit dem Raumschiff und allen. So, dann gehen wir hier rein und wir sehen dann hier schon, hier sind Orcas. Und bei den Orcas drin sollte eigentlich ein Kristall sein, der jetzt nicht vorhanden ist. Aus unerfindlichen Gründen. Weil das ist das dritte Secret. Wir werden es ja gleich sehen. Hallo. Es ist ein sehr unschönes zu erreichendes Secret, weil wir müssen wieder da nach oben. Und müssen wieder alles springen, nur diesmal sogar ein bisschen weiter. Und wir kriegen es mit den dämlichsten Laser-Kombinationen zu tun, die es gibt. So, ich kann es euch gar nicht oft genug sagen, speichert ab. Es ist wirklich einer der bescheidensten Level des Spiels. Ich mag ihn überhaupt nicht.
Man kann es am Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen übertreiben, meiner Meinung nach. So, diesmal müssen wir ein bisschen weiter, man sieht es glaube ich da hinten schon. Ich habe das extra für den Schluss aufgehoben. Und einmal noch. So, dämliche Laserkombination. Wir sind hier. Wir müssen abwarten. So. Das war jetzt der erste Streich. Der zweite ist dieser hier. Und schaut, dass ihr so schnell wie möglich wieder weg seid. Ihr wisst, Orcas sind nicht eure Freunde. So, gleicher Weg zurück, wie wir gekommen sind. So. Den abwarten, bis er weg ist. Hoffentlich überlebe ich das jetzt. Ah, gerade mal so. So. Dann wird es Zeit, dass wir ins Raumschiff gehen. Luke ist schon offen. Ich hasse es, wenn sowas passiert. So, das jetzt hier ist ein Job für die Pumpgun. So, zwei von den Typen gibt's noch. Einer müsste da hinten sein. So,